Ich nehme Kontakt mit Insidern aus den Sicherheitsbehörden auf. Sie sind überzeugt, der Gaza-Krieg hat Tarek S. unmittelbar motiviert, einen Anschlag zu planen. Radikalisiert hat er sich offenbar schon zuvor. Das zeigen auch die Accounts, denen der Terrorverdächtige folgt. Mir fällt bei den Profilen von Tarek S. auf, er hat mehrere radikale Prediger auf den Social-Media-Plattformen abonniert. Darunter Abu Ibarra, der seit Jahren im Visier der Nachrichtendienste steht. Er gehört zu den prominentesten Imamen in den sozialen Medien. Dort folgen ihm Zehntausende. Seit 2002 predigt Barra in Deutschland einen radikalen Islam. Zuerst in einer Moschee und nach deren Schließung durch die Behörden überwiegend im Internet. Darf man in einem Supermarkt auch? Eine Person hat einen Job bei Rewe oder Aldi oder Kaufland. Ist dieses ein Offline? Oh, Allahu ta'ala ala wa'alam, man soll sich von den Wahlen fernhalten. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Wir erfahren, dass Abu Bara einen Vortrag in Dormagen in Nordrhein-Westfalen halten wird. Ich bin dort mit einem jungen Muslim verabredet. Er hat schon häufige Auftritte von radikalen Predigern beobachtet und wird für uns diesen Vortrag von Abu Bara undercover filmen. Welche Ideologie verbreitet der TikTok-Imam? Der Andrang auf die Hinterhofmoschee ist groß. Viele Besucher müssen drauf. Bleiben. Das Publikum des Islamisten ist auffällig jung. Erst einmal freue ich mich, dass alles Jugendliche hier sind. Alhamdulillah. Wer ist vom Verfassungsschutz da? Barra beruft sich während seines Vortrages immer wieder auf eine sehr konservative Auslegung des Islam. Gegen Salafismus. Er spricht gegen die Lebensweise unserer Gesellschaft. Insbesondere Frauen würden nicht wissen, wo ihr Platz sei. Was hat Allah von ihnen gefordert? Dass sie draußen oder drinnen sein sollen? Das Verderben kommt durch die Zurschaustellung der Frauen. Daran sind ganze Gesellschaften zugrunde gegangen. Unsere Religion hat das bestätigt. Warum sind die Frauen an jedem Platz? Aber als die Männer früher Männer waren, ist das nicht passiert. 2 Stunden lang predigt das Gesellschaftsbild, das offenbar für einige junge Menschen attraktiv ist. Prediger wie er erreichen in den sozialen Medien Hunderttausende. Warum treten sie überhaupt noch in so kleinen Moscheen auf? Frage ich den jungen Mann, der dabei war. Er möchte all diesen Vortrag. Und er hat das auch in der Vergangenheit eventuell so gemacht, dass er den Vortrag gehalten hat in der Moschee. Und daraus werden nochmal extra Videos geschnitten für Social Media, also Content. Er generiert seinen Content aus Live-Vorträgen vor Ort und man muss ihm ja auch eins lassen. Wenn er seine Vorträge in der Moschee hält, füllt er damit die Moscheen. Radikale Prediger als Influencer. Auf den ersten Blick wirkt seine Predigt nur rückschrittlich. Doch die Ideologie des Salafismus ist brandgefährlich. Im Berliner Verfassungsschutzbericht wird er namentlich aufgeführt. In der Vergangenheit hat er unter anderem einen Gebetsgesang verwendet, den sonst Dschihadisten. Bei Recherchen zum Social-Media-Auftritt von Tarek S. fällt mir ein junger Mann auf. Er verwendet denselben Gebetsgesang wie Barra und die Gotteskrieger des Islamischen Staates. Darunter ein Like von Tarek S. Internetpropaganda gilt in Expertenkreisen als besonders effektiv und gefährlich. Deshalb steht sie auch im Fokus der Antiterrorermittler. Wir sind im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern in Berlin. Lars Rückheim arbeitet im BKA-Referat für islamistisch motivierten Terrorismus und Extremismus. Soziale Medien spielen generell eine große Rolle bei der Verbreitung von IS-Propaganda. Würden Sie sagen, diese salafistischen Prediger, die wir beispielsweise auf Instagram haben, auf TikTok, die auch im Verfassungsschutzbericht auftauchen, dass die gefährlich sind, dass die für die Szene rekrutieren? Salafistische Prediger können Personen direkt ansprechen. In einer anderen Art und Weise, als das über eine allgemeine Propaganda möglich ist. Und diese direkte Ansprache wirkt. Ich kann nicht sagen, inwieweit sie für die Szene rekrutieren. Ich kann aber sagen, dass das, was sie verbreiten, sehr stark konsumiert wird und dass sie deshalb auch aufgrund der Inhalte eine Gefahr darstellen.